Professorin Reicher, Ihr Institut hat eine Bestandsaufnahme des Aachener Leerstands vorgenommen. Zu was für Ergebnissen sind Sie gekommen? Dass der Leerstand in den letzten Jahren extrem zugenommen hat und dass er wirklich dazu führt, dass an vielen Stellen in der Innenstadt die Erdgeschosse leer stehen. Und insbesondere im letzten halben Jahr hat sich durch Corona dieser Leerstand in Teilen sogar multipliziert. Und ist Corona der einzige Grund dafür oder gab es da längerjährige Entwicklungen? Es gibt seit Jahren einen Wandel im Einzelhandel, bedingt durch verschiedenste Ursachen. Zum einen natürlich der Onlinehandel. Der Onlinehandel hat zugenommen, extrem zugenommen. Im letzten Jahr sprechen wir von einer Zunahme im Gesamtumsatz von mehr als 8,5%. Das ist extrem. Aber ich kann viele Kollegen, die sich intensiv mit dem Einzelhandel und dem Wandel auseinandergesetzt haben, sehr gut verstehen, wenn sie sagen, im Einzelhandel wird bedingt durch Onlinehandel die größte Revolution stattfinden seit der Einführung der Selbstbedienungstheke in den 1930er Jahren und dass wir noch nicht verstanden haben, dass diese Revolution dazu führen wird, dass wir die Einzelhandelsflächen viel radikaler umbauen müssen. Okay, und Sie sind ja auch zu Ergebnissen gekommen und entwickeln jetzt Konzepte, unter anderem auch für die Stadt Aachen. Wäre das zum Beispiel, was wäre da zu nennen? Also wir entwickeln natürlich erstmal eine Art Diagnose. Also das heißt, wir gucken uns an, wie hat sich der Leerstand verändert, damit man auch sehen kann, in welchen Lagen konzentriert sich der Leerstand. Und dann geht es in dem nächsten Schritt darum, Konzepte zu entwickeln, wie geht man mit bestimmten Immobilien oder mit bestimmten Flächen, wo sich auch Veränderungen ankündigen, um. Und wir haben uns da unterschiedliche Flächen vorgenommen und aufgezeigt, welche Nutzungen könnte man in den Gebäuden platzieren und wie kann man diese Gebäude, aber vor allen Dingen auch die Erdgeschosszonen umnutzen. Und an welche Gegenden denken Sie da? Also wir haben uns intensiv mit der Großkölnstraße, der Kleinkölnstraße auseinandergesetzt. Zwischen Neupforte und den angrenzenden Straßen haben wir uns genauer angeguckt, was gibt es da für Einzelhandelsflächen, großflächige, beispielsweise die Sinnimmobilie, die jetzt noch sehr stark genutzt wird, haben wir uns vorgenommen und aufgezeigt, was könnte man mit diesen Gebäuden anfangen, wie könnte man die zukünftig nutzen. Und in Aachen ist ja immer der Bushof auch so ein Thema. Wurde das auch in irgendeiner Weise untersucht? Ja, also wir haben unter dem Stichwort Aachen 2040 Plus uns mit verschiedenen Standorten auseinandergesetzt. Neben dem Campus hier in der Innenstadt unserer Universität haben wir uns mit dem Bushof auseinandergesetzt. Das war explizit auch ein Anliegen unseres Oberbürgermeisters, Herrn Philipp, der gesagt hat, das wäre doch eine schöne Aufgabe, mal aufzuzeigen, wie könnte man sich diesen Raum vorstellen. Und dann haben viele Studierende daran gearbeitet und haben unterschiedliche Konzepte entwickelt, wie man sich diese Zukunft am Bushof vorstellen kann. Alle haben das jetzige Bushofgebäude mehr oder weniger abgerissen oder sich erstmal weg vorgestellt und dann aufgezeigt, was könnte man an dieser Stelle entwickeln. Und zwar in Teilen mit einer neuen Stadtbibliothek, mit einem neuen Schaufenster der Universität. Aber man sieht einfach, dass der Bushof, so wie er jetzt da steht, seine Nutzung und auch seine Größenordnung vieles an Verbindungen im öffentlichen Raum regelrecht verstopft. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Aufgabe, mal aufzuzeigen, wie kann man sich so eine Zukunft vorstellen und damit natürlich auch Diskussionen anzureichern über Perspektiven in der Stadt. Und wenn Sie sagen Perspektiven, gibt es irgendeine Zukunftsvision oder irgendwas, was möglicherweise umgesetzt wird? Naja, also wir machen ja keine Auftragsarbeit. Wir verstehen uns als Think Tank, also wir zeigen auf, welche Möglichkeiten haben die unterschiedlichen Orte. Und ich würde mir als allererstes wünschen, dass wir hier diesen Innenstadtcampus, wir blicken ja jetzt hier direkt auf den Talbot-Parkplatz, dass wir da alternative Nutzungen finden, damit das ein lebendiger Ort für die Stadtgesellschaft in Verbindung mit den Studierenden und der Hochschule wird.
Das würde ich mir wünschen und ich hoffe, dass wir das auch weiter anstoßen können. Und es gibt eben auch Konzepte und die stellen wir jetzt auch in Kürze vor von Studierenden, die haben aufgezeigt, was man mit diesem Parkplatz machen kann. Und sie haben sich auch mit dem Augustinerplatz auseinandergesetzt, und zwar in Verbindung mit der Handwerksakademie, mit Studierenden, die auch ganz konkreter an der Umnutzung interessiert sind. Und diese Konzepte öffnen einfach die Augen dafür, wie kann man sich so eine attraktive Zukunft an bestimmten Stellen der Stadt vorstellen. Und das verstehen wir als unsere ureigenste Aufgabe, aufzuzeigen, wie kann Zukunft aussehen und wie kann eine Qualität des Neuen quasi Form annehmen. Ja, das hört sich gut an. Dann sind wir gespannt. Professorin Reicher, danke für das Gespräch. Gerne. Danke fürs Kommen.